Achtung, ein ähnliches Bild haben wir über die App geschickt bekommen. Haar im Muttermal. Ist das gefährlich? Und damit du up-to-date bleibst, kannst du uns gern folgen. Das Haar ist dick und extrem dunkel im Vergleich zu den anderen. Das liegt daran, dass dort Zellen sind, die ein Pigment bilden. Große Frage lautet nun, darf man es zupfen? Ist es etwas Bösartiges? Das Muttermal selbst sieht harmlos aus. Damit ist es eigentlich ein harmloses Muttermal. Wichtig ist aber, bitte nicht dieses Haar zupfen. Das kann ein bisschen das Muttermal irritieren. Besser ist einfach abschneiden. Hattest du sowas schon mal?